Hallo. Ja, sorry für die Verspätung. War heute doch alles ein wenig länger als gedacht. Ja. So, und heute wollen wir den Dingenskirchen fertig machen. Pipes. So. Create. Das haben wir. Und das hier brauchen wir noch. Auch haben wir. Okay. So, French. Oh, ah, okay. So.
Ex. Oh, hier. Okay, so. Dann können wir hier noch eine Chest anbringen. Ups. Okay, so. Also, der Plan ist es, dass wir einfach... Oh. So. Wie heißt das? Und Iron. Okay, also Ziel ist... Oh. So, Whitelist. Cables. Okay, cool. Das funktioniert mega. Show. Okay, dann...
Create. Ja, das funktioniert, also... Wir packen einfach 5 davor. Also 5 Goldplatten. Warum geht's nicht weiter? Ah. Oh. Nee, nicht Funk, sondern... Sof. So, und in die andere packen wir das auch noch einmal rein. Dann sollte das nicht so problematisch sein. Ja, da kommen so ein paar zusammen. Und da auch was kaputt gehen kann. Ja. Mach ich da 5 extra. So, was fehlt denn jetzt noch für den ATM-Star? Echt nur noch der Heatcore. Okay. Läuft das erstmal durch? Forcecraft.
Was ist bis Forslock? Okay. Ah. Oh. Dirt. Was brauche ich? Carpet und Carpete. Oh. Oh cool, die wurden vom Blitz getroffen. Green und Yellow. Nice.
Cage. Ups. So, okay. Okay. Okay.
Hopper? Tom, 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 Tom. So, Force. Starts of a tier needs points. As each new tier, more infusion, but also more space and infusion. You get. Okay. Ah.
Hä? Wie kann ich das denn upgraden? Hä? Hallo. So, was geht bei dir? Ja, bei mir heute auch. Deswegen war ich auch erst ab 19 Uhr online. Übelst viel los. Total Kacke. Oh Gott, ja, wie nervig. Bei uns war eine Umstellung und die hat nicht ganz so gut funktioniert. Ging aber und dann. ja, da ging es dann einfach heute mal länger. Und ja, glaube ich kann heute auch kein Telefon mehr hören. Ja, das glaube ich.
Oh Gott. Ja, ist ein bisschen viel. Ich habe heute nur Telefonanrufe gehabt und nur Sachen klären und. Ich bin zu nichts gekommen. Danke dir auch und ja, schönen Abend dir. Hi. Ja, ich glaube, das soll eine Mikrowelle sein. Und, was geht bei dir heute so? Oh Gott. Etherfuel? Wofür brauchst du denn Etherfuel?
Oh. Blutei brauche ich einmal. Und ein Fortune Cookie. Ah, okay. So, Blue Die.
Oh Gott. Ah, Forcebow. So. Wo haben wir es denn? Dankeschön, Quinila. Hi. I'm doing fine, but if you want to sell me something for the stream, I'm not interested. Was? Oh, was war das Summing Table? War das Ars Novum? Hier dieses Bestien? Ach so, ja, das habe ich automatisiert. Du meinst den den Altar hier, ne?
Okay. Also ich habe es automatisiert. Du kannst einfach, ich weiß nicht, ob das bei ME genauso funktioniert, aber ich habe einen Crafter dran angeschlossen. Und ganz wichtig, wenn du dir jetzt zum Beispiel den ATM-Star hier anguckst, es gibt immer einen Katalyst für die Erstellung der ganzen Sachen. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, du hast hier alle Sachen, die da hinzugefügt werden, und einen Katalyst. Der muss als letztes rein. Und dann klappt das eigentlich. Und dann habe ich es automatisiert. Und das Einzige, was ich hier noch gemacht habe, ist halt wirklich, der fängt das auf. Also der Hopper fängt immer die Sachen, gibt das an den Hopper weiter und der ist eigentlich dauerhaft gesperrt. Außer es befindet sich ein Item da drinnen. Dann unlockt der Hopper und gibt das Item weiter, wodurch dann der Crafter, den habe ich eingestellt auf, dass er immer einen Impuls gibt, das nächste Item weiter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Dark Matter herstellen. Du siehst immer, dass der Dark Matter irgendwo hinfällt. Der landet hier immer drinne. Der Hopper wird freigegeben und dann wird das Item rausgeholt und das nächste Set aktiviert. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Camouflage. Poison of Invincibility. Potion of Night Vision. Okay. Oh. Hey ho! What geht? Könnte man noch nutzen für Potion of Invisibility. Fermented Egg. Der. Oh, habe ich genügend? Was wollte ich denn? So, Potion of Invisible. Encapsular.
Import. Und wir brauchen noch Gates. Okay, der kann einfach so. So. Piduki. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Night Vision. Functional. Und wir brauchen Pipes. Visibility auch 10 Stück. Soll. Da sollte demnächst auch wieder ein neues Update kommen, ne? Hab ich gehört. Das passt ja. So, Invisibility brauche ich ein plus Force-Kraft. Eine Chestplate. Tier 4. Okay, und jetzt brauche ich einen Chor. Force.
Was sollte eigentlich alles dazukommen? Gibt's da schon irgendwas beschrieben? Ich habe irgendwas gehört von Brücken. Alter. Oh Gott. Heidi. Ein Cinematic Intro, das zeigt, wie die Spielkräfte von Oxbow gelandet sind. Die Fortsetzung der Handlung, die Zukunft des Oxbows betrifft, begegnen NPCs, die Zukunft auf der Karte verstreut sind, die Möglichkeit, modulare Brücken und Plattformen zu bauen. Ein neuer Gegenstand, eine Laterne, die in der Werkstatt hergestellt werden kann. Drei Baden besuchen Tavernen auf beiden Karten und spielen neue Lieder. Hört sich jetzt nicht nach viel an, wenn man genau, wenn man es genau nimmt, ne? Was fehlt denn jetzt hier? Oh. Wireless Universal Terminal. Universal Terminal. They're not... Was fehlt denn hier noch? ATM. Es wird... Oh Gott. Der hat nicht alles eingefügt. Zwei neue Emotes und ein... Okay, visuelle Verbesserung der Dörfer auf alten Karten. Auf der alten Karte, dem Tal. Verbessertes Produktionsplanungssystem. Ermöglicht es, die Produktion für bestimmte Jahreszeiten zu planen. Das ist nice. Änderung der Balance, Fehlerbehebung, Optimierung und kleinere Verbesserung. Das ist alles nice. Also, really. The Star. Bitte.
Was habe ich denn hier nicht abgeschlossen? Oh. Okay. So, was braucht er denn? Der braucht einen Warden. Was? You need a Warden, so you get it. You need a Warden. You can search for your friends and use a Skype. Ah. Okay. Warden. Shurika. Oh. Core. Okay. ATM. Da, Red Matter. Ja, Freunde, würde ich sagen, versuchen wir mal den Abschluss von ATM zu machen und beschwören jetzt irgendwie einen Warden. Kann es sein, dass ich hier Skulk in der Nähe platzieren muss? Wie funktioniert das Ganze denn? Wie war das denn? War das richtig oder war das... Nee, das war ein normaler Stone, ne? Stone. Enchantment. Ja, Starry Bee kann man leider nicht herstellen.
Okay, dann gucken wir mal Getting Started. Wie war doch das hier? Also das alles kann ich hier mit... Okay. Gibt es noch was, was man aus den Schanks machen kann? Nee. Man kann irgendwie keine Patrick Bee nämlich fischen. This entity has been blacklisted. Sollte ich ausziehen? Damit haben wir den ATM-Star. Nice. Und wir haben sie. Oh. Wir haben eine Trophäe. Und dann gab es, glaube ich, noch irgendwo ein Achievement. Ich glaube, das war hier unten Productive Bees. Und jetzt hier. Normally you need to get the butt up and running. But the Skyblock doesn't have those in. Tja. Damit haben wir jetzt. Mods abgeschlossen. Den kompletten Store. Ja. Ja, ich denke mal auch, da kommen wahrscheinlich noch irgendwie Updates oder sowas. Mal kicken. Aber das Wichtigste, was ich überhaupt machen wollte, war Folgendes. War das dann hier einfach hier drinne?
Okay, wir müssen das erstmal anders machen. Refined. Controller. Und Point Pro. Point. Dress Rods. Pova. Wir sollten eindeutig die Neotic holen. Nee, Nitro. Exchanger. Funktioniert das? Oh, nee. Okay. Kicken wir mal. Ich weiß aber nicht, ob die dafür dann noch Updates für das Spiel an sich raushauen. Oh. Ups. Schade. Also ich... in deiner Version hast du das nicht? Also den Hinweis? Unter Productive Bees? Ja, das habe ich auch. Aber ich habe noch keine Patrick Bee gefangen.
Wow, ging das schnell. Ganzen Bienen habe ich auch gefangen. Also ich habe ja auch extra mit einer Rod da gesessen. Was habe ich denn hier hinten? Ich habe Warm Ocean. Ja, das weiß ich auch noch. Also, da habe ich ewig und drei Tage gesucht. So, ATM 92, The Sky, Patrick B. So, warte mal. Gibt es hier einen Nature?
Ich glaube auch, so wie das jetzt hier aussieht. Nice. Also das empfiehlt sich wirklich für das Spiel. Würde ich jetzt sagen. Creative Motorbone, Creative Blaze Cake, Pressure. Okay. Oh, Energize. Creative Generator. Oh. Creative Energy Cell. So, was kann man hier mitmachen? X. Oh ja, wem sagst du das? ATM. Player Aerial Pair. Player Aerial. Okay. Use a Aerial Pair. Ah. Du bist auf dieselbe Idee gekommen wie ich. Wieso nicht jugendfrei? Und Manni,
du schwitzt bis in jede Ritze. Frag mich mal mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen, wie fucking warm mir ist. Und heute auf der Arbeit war das echt übelst scheiße. Unter unserem Büro ist eine Wäscherei. Und das ist echt nicht feierlich. Die haben heute Wäsche gewaschen. Und das war 29 Grad im Büro. Ah, ja. Oh ja, verdammt. Oh, es wird erst noch gecraftet. Okay. Was wird denn hier alles gecraftet? Okay. Holy shit. Ja, dann lasse ich das mal weiter craften. Das ist auch nicht feierlich. Also wir hatten, ich habe zwar konstant einen Ventilatorlauf gehabt, aber Alter, das ging gar nicht. Das war so unerträglich warm. 28 oder 29 Grad und 65% Luftfeuchtigkeit. Und natürlich ist der Lüftungsausgang von der Heißmangel auch noch direkt bei uns vorm Fenster. Heilige Kacke, war das ekelhaft. Kann ich schon mal sagen. So, wie viele... Was habe ich denn hier noch? Oh, Forcecraft. Ah, Heatcore. So, ich brauche... ATM. Ich will den hier herstellen. Dafür brauche ich... Ah. Creative Energy Cell. 4 Stück. So. Hier. Das war's nicht. Das hier? Hä? Das hat geklappt. Und ATM. Falsche Richtung, da lang. Ich hoffe nur, dass das, also morgen soll, ups. Morgen soll es bei uns auch nochmal richtig schön warm werden. Äh,
Ich glaube, angenehme 31 Grad. Hehe. Ja, ist ja ekelhaft. Das. Nice. Kreative Energiezelle. So. Da können wir eigentlich den nächsten Step nun machen. Und wo wollte ich? Ach, ich wollte einmal nach Hause. Ach, der kann weg. Show, Freunde. Ich habe einen Creative Energy Cube. Den will ich hier hinstellen. Einen Plug draufsetzen, die beiden hier reinsetzen und mal gucken. Es hat mich ja die ganze Zeit aufgeregt, dass wir noch keinen Prozentsatz an den Sachen haben. Und jetzt kriegen wir unseren Strom voll. Also schalten wir jetzt den Plug um. Das hört sich die ganze Zeit so falsch an. Also, wir schalten jetzt den Plug auf Generator. Und es passiert nichts. Oh. Output. Vier Milliarden Output. Nice. Okay, 4 Milliarden RF-Output. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, wir haben immer noch kein Prozent. Nein, Chat, kein Buttplug. Okay. Alter. Wir ballern hier 4 Giga FE rein und es passiert nichts an der Prozentzahl. Ach, heiliges Blachle. So. Ja, also das wird ewig und 3 Tage dauern, bis das voll ist, aber wir haben jetzt eigentlich Strom bis zum Geh nicht mehr. So. Naja, ich lese das doch nicht falsch, oder? Das hier sind doch... Also, 1000... Nee, 100, 1000, Millionen, Milliarden. Wir ballern das Maximum rein. Ich weiß aber nicht, wie viel das hier sind. Was können wir denn noch machen? Creative Generator. Also das hier ist ja echt nur Strom.
Was macht man denn? Schiffe irgendwo. Ah. Any temperature you want. Any pressure you want. Okay. Crusher. Und mit den ATM-Shards kann man halt nichts machen. Die haben ja wirklich an alles gedacht. Aber irgendwie, okay, hier kannst du noch einen Creative Motor machen. Aber dadurch, dass wir halt einen Motor haben, wo wir Strom anschließen können, bringt uns das hinten und vorne nichts. Blaze Cake. Aha. Ich weiß nicht, der. Crafting ist auch nicht so interessant. Hier ist nur Energy. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch noch den hier herstellen. Aber das ist auch nichts. Habe die hier denn auf X oder so irgendwas dazu gesagt, ob da noch was kommt? ATM. Könnten jetzt natürlich auch mit dem nächsten Anfang. Auch da ist halt echt nichts drin. Da ist so ein Bütten was drin, aber. Warte, das kann ich ja mal zeigen. Einzig Coole an
dem ATM 10 Modpack ist. Der Server hat 29 Sekunden gebraucht zum Starten. Da kannst du echt nicht meckern. Kurzem finde ich eigentlich den Fuchs hier. Ja, das ist also Mods 10. Und hier gibt es noch nicht so viel. Kultismus ist drin, Building Gadgets ist drin, Security Craft, Xycraft, Easy Villager, das fand ich auch ganz interessant. Modern Industries ist drin, das ist halt eine gigantische Mod, muss man dazu sagen. Applied Energistics, was ich auch ganz cool fand, dass das schon drin ist. Ja, Xycraft. Mechanism ist drin, was auch nice ist. Waystones. Mining Gadgets. Just Deer Things. Ja, Frame Blocks. Also Ors natürlich, Modern Dynamics kenne ich überhaupt nicht und Generators kannte ich auch nicht, aber Power ist halt drin. Cooking for Blockheads. Ja, schisselt. Und das war's eigentlich. Und haltet euch fest, das Questbuch sieht aktuell so aus. Ist noch nicht mal eine Shader-Mod drin. Aber was ich cool finde, ist, die haben hier, glaube ich, schon die vergrößerten Biome und so weiter drin oder die angepassten Biome. Was ganz nice ist. Genau, deswegen ist eigentlich noch nicht so interessant für mich. Was ich aber cool fand, war das hier. Orgeisier. Ich glaube, da musst du mit Xycraft. Kann man da irgendwie so einen Extractor draufsetzen oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht dann einfach so einen Extractor draufsetzen oder sowas. Ja, genau, das war nämlich auch meine Sorge mit To the Sky. Dass da halt jetzt in der nächsten,
in der nächsten Zeit erstmal nichts mehr kommen wird, weil die halt an ATM 10 dran sind, obwohl die immer gesagt haben oder sagen, dass die für jedes Modpack ist immer jemand anders verantwortlich. Das heißt, für die Quests und die Mods, die da reinkommen und. Also es gibt immer irgendwie so ein Basic und dann bauen die Packs zusammen. Und dann ist immer einer Project Lead, der dann die ganzen Entscheidungen trifft und so weiter. Damit sich das halt immer ein bisschen anders anfühlt. Ja. Aber so, auch mit dem aktuellen Update, was dazu gekommen ist, kommt eigentlich nur dazu, dass Iron Furnaces geupdatet wurde. Und das war's. Also da ist noch nicht mal ein großartiger Mod neu dazugekommen. Aber ich fand folgenden Twitter-Post ganz lustig. Dass sie das selbst auch noch angepinnt haben. Das ist irgendwie treffend für alles, was eure Mods betrifft. Was man natürlich jetzt machen könnte, wäre... das hier zum Beispiel mal angucken. Skyblock nur unter Wasser. Das hatte ich auch schon gesehen. Sonst sind hier eigentlich auch nicht. Das Seftech immer noch vorhanden ist, ey, das ist so übel. Das hier wird halt auch aktiv geupdatet. Ja, komm, mach mir das mal. Ich will zumindest mal gucken, was für eine Modliste da drin ist. Stone Polis hatte ich auch gesehen. Das hat sich auch lustig angehört. Oh.
Also was? Okay. Bedrock Miner. Also sieht schon nice aus an sich. Time. Oh, Tom Simple Storage finde ich nice. Ja, das war's. Ottonini, das finde ich auch cool. Also da sind ein paar coole Sachen zumindest dabei. Forge, und das ist Forge Version 47.3. Schieb in und 40.03. Dann würde ich mal sagen, installieren wir das. Wow. Erstellen wir
Server. Server. Der heißt, wie heißt das Spiel hier? Wait a moment. Sea pool is submerged. FTP. Okay. Sea pool. Nice. So, der ist aus. Können wir hier auf Downloads gehen. Wie sieht das hier aus? Transfer. I-Agre. Ich habe ganz kurz mal Eusemons 10 gezeigt. Oh. I need to enter something. Use memory. Nope. Und nochmal laden. Wo waren wir denn hier? Okay, Minecraft, Kubernetes. Create team spawn, template default, send to clients. Kann ich jetzt stoppen? Shutting down maps red. Press any key to continue. Okay. So, aktualisieren. Das. Also. Wollen die World können wir löschen. Und Logs. Also einfach nur die World löschen. World Logan. Patchouli, Skyboard Config, Mods, Cooper, Jace, Default. Press Enter to enable the Narrator. Nein. Oh mein Gott. Alter. Verdammt, ich muss noch eine Mod installieren. Der wichtigste aller Mods. Mods. Borders. Also Music Settings, das aus, Video Settings, das Wichtigste über GUI Scale 3, Apply. Haben die hier echt keinen Shader drin? Cross, Telemetriedaten. Source Pack. Also, was denn? Dann. Wie sieht's hier aus? Erfolgreich übertragen. Okay, starten. Was sagt die Konsole?
Cancel. Exit. Und nochmal starten. Cancel. Play. Ich wollte mir mal hier Sepolis Submerge angucken. Das sah ganz nice aus. Und was geht bei dir so? Außer Motzladen. Ist der immer noch am Hochfahren? Versuchen wir den nochmal zu starten. Stop. Testen wir den nächsten Schritt. Ja, das dachte ich nämlich auch. Also das sah wirklich sehr interessant aus. Oh, bin ich dämlich. Ich hab's rausgefunden. Es ist nicht 4703, es ist 473.
Das erklärt so einiges. Haha. So, kriege ich den jetzt zum Laufen? Fail to process update information. Okay. Okay. Er ist da. Meine UI-ID wird angezeigt. Ich joine irgendein Terrain. Welcome aboard, Captain. All systems online. Oh, backup started. This mod can the one probe. Ah, okay. So. Options. Das Wichtigste überhaupt. Keep 1. Kategorie. Dann. Claim Map. Okay, das will ich auch noch ändern. Keybinds. Oh. FTP Chance. Open Claim Map ist Okay. Dank Capri-Sonne. Cooler Ping. Vor allem die Bezeichnung davon. Fatty Sink. Das finde ich nice. Okay, also. Welcome to Submerge, a Sea Bucket. Warp pipes can be purchased with B buckets in the catalog and will allow you to move around your base a lot easier. Okay. These can be used to produce an iPhone from catalog. Okay. Quest follows the give you some quest line may unlock as you progress through quests. Okay. This world is full of different ocean biomes. The water will hurt you unless you have a diving suit. Oh, krass. The air above the water is toxic unless you have the toxic air choreo. Holy water. The cold ocean. Logs, apples, planks. Oh mein Gott, ist das. Wow. Okay. Bonecraft. Oh Gott. Diving suit. Okay.
das verstehe ich noch. Multi Mulching Items. Sandy Mulch und Dirt Mulch. Summon. Basic Ores. Gravel. Ah, okay. Unrefined Ores. Oh. Smash. Alter. Draws, okay, kenne ich. Automation kenne ich auch mit Tom's Simple Storage. Basic Thermos, Signal, Gems and Dust. Oha. Und Echos kann man auch bekommen. Synthesizer, Concaves, Shrines, Icons. Ah, okay. Man muss Gegner besiegen. The End. Okay. Light Blue Dirt. Oh. Ah, okay. Ich dachte, das wäre angepasst. Was ist... Ach, das Ding... Die Quest ist laut. Ja, kann ich verstehen. Ja, sonst ist alles fit auf jeden Fall. Ich bin nur hart verwirrt von dem Modpack hier. Mystical Fertilizer. Okay. Apples. Drop from Colored Trees. Planks. Okay. Crafting Table. Und dann kriege ich Choice Rewards. Schmeckt Darkwing. Nice. Crafting Table. Wooden Catcher. Wooden Mesh. Chest. Crook. Passiert. Danke für den Follow, Capri-Sonne. Jo, das gibt ja richtig Damage. Dass der die ganze Zeit pfeift. Ja, also Capri-Sonne, stell dich drauf ein auf sehr viel Planlosigkeit. Und zwischendurch mal ganz viel Gesterbe auf wie heißt das gleich noch? In Elden Ring, wenn ich das wieder spiele. Das ist so mein natürlicher Feind. Sieht cool aus. So, was habe ich denn hier freigeschaltet? Choice Reward. Wir nehmen Black Dirt. Und wir nehmen Darkwing Duck. Sea Bucket. Das ist Darkwing Duck. Das freut mich sehr. Und ja, kann ich vollkommen verstehen. Mache ich eigentlich auch genauso, die Leute rauszusuchen, die ich dann gucken will. Besonders wenn die coole Modpacks und sowas haben. Manni hat vollkommen recht. Und es sind halt 13 oder 14 Jahre Modpacks, ne, die ich mittlerweile spiele.
Ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt ATM to the Sky gespielt habe. Das ist noch gar nicht lange her, dass das rausgekommen ist. Also, ja. Was wollten wir denn jetzt machen? Wir wollen eine Croc bauen. Okay. Und wir haben bekommen einen Light Blue Apple. Was kann ich damit machen? Oh, ich will einen Black Colored. Okay, und das ist... Das ist... A bit too strange. This is very basic mesh. So, can be used inside a strain to collect resources. Okay, und das ist ein... Man muss to collect resources. A strainer can take me so top instead. Okay, also, wir wollen das bauen. Brauchen wir Matches. Oh, ein Sawmill. Nice. Wie kommen wir jetzt an Wasser? Noch ungefähr 20 Minuten und dann hole ich mich hin. Ich weiß nicht, Capri-Sonne, ob du das hier so richtig erwarten kannst. Ich versuche immer mein Bestes, aber ja, man weiß ja nie. This is a basic mesh. Was ist das? Nee. Das? Habe ich ja zwei, drei verschiedene Äpfel. Okay. Hallo, Dark Queen Mod. Okay. Und Catcher. Okay. Muss ich das jetzt hier unter Wasser bauen? Die kaputt machen? Okay, was ist das? Death Stone. Ah, okay.
Dankeschön, Black CX Trial. Aber ich habe da leider aktuell kein Interesse dran. Ich will erstmal so ein bisschen hier einfach spielen. Sorry dafür, aber herzlichen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Oh. Was können wir damit machen? Boiled Duck Egg. Cool. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht und schlaf gut und schöne Träume. Da sind Haie. What the fuck? Das kann ja nun lustig werden. Oh, wir haben Driftwood bekommen. Was können wir denn hier mitmachen? Kriegt man einen Katalog? Wow. Ich glaube, dass Wasser toxisch ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das war nicht der Plan. Wir machen die Klappe besser zu. Cool. Nice. So. Wir haben Driftwood erhalten. Buckets Wallet. A wallet in your offhand. Ah, okay. So, wooden bucket in the water. Ah, mit Driftwood. Cutting board. Wooden shears. Shear leaves form yummy. Bait box. Black fish. A water torch, knife, not very sharp. Okay, und damit kriegen wir. Ah. Haben wir uns noch irgendeine Truhe? Cool. So. Haben wir das auch fertig? Das hört sich auch mega entspannt an. Außer du gehst zu Krieg. Also außer du machst Krieg. Dann ist das ja noch was anderes. So, ich glaube ich. John Map close. So, Katalog.
erstellen. Ach, ich brauche dafür Stone. Spray Can. Das hört sich lustig an. Moving Items. Ups. Was können wir denn hier machen? Leaf String. Stone Pebble. Dann mehr so auf Basis von, wie heißt das gleich noch? Wie kann man das gut sagen? Viel mit Mods oder eher ohne Mods? Also auch mit, wenn dir zu warm ist, kannst du sterben, wenn dir zu kalt ist, kannst du sterben und. Wollte ich herstellen. So, was war das nächste? Ein Wooden Knife.
nicht gegessen. Fishbones. Wie stelle ich Aquatic Torch? Ah. Also, ich habe Dark Mean Dark. Wen brauchen wir als Donald, oder? Fishbones. Bone Meal. Obtain von. Okay. Bone Block. Block of Bone. Instantly Sapling Grower und Combustor. Und jetzt haben wir noch Donald. Und stellen noch die Torch her. Okay. So. Dann haben wir fast alle Quests hier und die ersten abgeschlossen. Oh. So. Oh. Slaps. Alter Schwede, das ist echt viel, was hier kommt. So, dann haben wir die beiden Quests. Damit haben wir das alles abgeschlossen, dann können wir jetzt Bone Crafting. Oh. Ah, und aus dem Bone... Oh, krass. Dann können wir... Sharp. Okay, also... Ach, wir brauchen noch einen Hopper. Da war doch was. Cold Ocean Bio. Ah. Krass. Das haben wir noch nicht gegessen. Das. Den haben wir noch nicht. Den. Blugille auch noch. Danke, wünsche ich dir auch. Oh. Und eine gute Nacht, ne? Und schlaf gut. Und danke fürs dabei sein. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
Oh. Es geht echt nur von oben rein. Base aus. Okay. So. Strainer. Mit einem Mesh zusammen. Ups. Used to experience the base. Okay, let's mash it. Oh. Dann Key Block. Das kann ja nur heavy werden. Noch ein Herz dazu gewonnen. So, Bones 2. Das noch dazu und das noch dazu. Skeleton Key. Dieses Pfeifen und diese Enden.
Oh. Ja. Die kommt da drauf. Wahrscheinlich kann man auch noch alles irgendwie braten. Cooking Delight. Ups. Okay.
Den Hammer wollte ich zumindest noch herstellen. Oh, 15 Key Fragments. Okay. Replace and remove key blocks in the walls. Okay. Das war nicht intelligent. Corridor Key 1. Oh. Crafting Table ist abhanden gekommen. Na toll, sieht das kacke aus. Okay. Ich glaube, oh Gott. Ich werde jetzt schlafen gehen. Und ja, dann werden wir uns hier morgen den ganzen Rest mal angucken. Und ein bisschen mehr hier machen, als wir aktuell machen. Und dann einfach mal gucken, wie das ganze Modpack sich spielt und was man hier so alles machen kann. Und bis jetzt sieht das eigentlich ganz cool aus. Genau. Und mal gucken, wann wir hier ins Wasser rein können. Und was man hier noch so alles entdecken kann. Jo. Also, für heute war es das von meiner Seite auf jeden Fall. Ich wünsche eine angenehme Nacht, eine gute Nacht. Und ja, dann auf jeden Fall bis morgen. Und ja, also, ich würde mal sagen, bitte, bitte, gute Nacht. Bis morgen, cheerio und auf Wiedersehen. Ciao. Und danke nochmal fürs dabei sein. Ciao.